So, da wäre er wieder. Und es gab schön viele Kommentare, was ich denn noch so machen könnte an Secrets. Aber das kann ich euch auch erzählen, während ich hier fleißig Schleime töte. Auch wenn das irgendwie nicht weniger werden. Und die mir mehr Schaden verursachen als ich. Aber gut. Also, ich habe einmal einen Hinweis auf Ebene 5, nahe der Treppe nach oben. Da soll ich mich doch mal umschauen. Au. Dann in den Haunted Halls, wo auch immer die waren. Also ich weiß, es gab Abandoned Tunnels, also die verlassenen Tunnel. Aber wo die Haunted Halls waren, das weiß ich gar nicht mehr. Da soll ich mich auf jeden Fall nochmal umgucken. Und um zu den Stahlplattenpanzer zu gelangen, hat man mir ein kleines Rätsel mitgegeben. Und zwar, zum Panzer gehört ein Schwert und brennender Eifer. Und jede Kreuzung endet in einer Sackgasse. Okay, also brennender Eifer klingt für mich nach Hallen des Feuers. Da gab es ja einmal den Raum mit den ganzen Gruben, wo die Feuerelementare drin waren. Und daneben gab es einen Korridor, wo Feuerbälle gespuckt werden. Aber was hat das mit Eifer zu tun? Sonst? Ja, zum Panzer gehört ein Schwert. Vielleicht ist damit das Schwert von Nex oder Nox gemeint. Das braucht man ja für die Kriegerherausforderung. Und ein brennender Eifer vielleicht die Kriegerherausforderung selbst? Das wäre natürlich übel. Damit wollte ich eigentlich noch warten. Zumal ein anderer Hinweis zu dem Plattenpanzer war, dass Irks es da ist, wo wir nicht hingehen wollen. Und ich will definitiv nicht zur Kriegerherausforderung. Also ja, es würde Sinn machen. Blockiert mir gerade ein Schleim den Weg. Das ist gar nicht gut. Ja, ja, schön wieder Platz machen. Au. Mit so einer Axt gegen Stahlgitter zu hauen, tut bestimmt weh. Oder fühlt sich sehr, sehr komisch an. Aber ja, wir bringen jetzt hier noch die 1, 2, 3, 4, 50.000 Schleim um. Schnappen uns den Schatz, der hier... Oh, oh. Der hier irgendwo noch auf dem Boden liegen sollte. Und die blockieren mir wirklich den Weg nach draußen. Das ist ja übel. Also ja, wir schnappen uns den Schatz. Ich glaube, hier war auch noch ein Secret. Danach sollten wir uns auch umgucken. Und dann gehen wir hoch und versuchen wieder ein, zwei andere Secrets zu finden. Also die, die in den Kommentaren erwähnt wurden. Ach ja, und ich soll noch ein Bone-Amulett, also dieses Knochen-Amulett, was wir schon mehrfach gefunden haben, davon solle ich doch mal wieder eins aufheben und mitnehmen. Das könnte ich wohl irgendwo gebrauchen. Ja, schauen wir mal. In irgendeiner Rumpelkammer wird bestimmt schon eins davon sein. So, erstmal wieder schlafen. Aber ja, die Kriegerherausforderung. Wir haben jede Menge Eisbomben. Und wir haben auch schon einen recht hohen Axtskill. Aber das waren sehr, 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 sehr viele von diesen kleinen grünen Krabbelfiechern. Also wir könnten dann in den Raum rein, um uns herum überall Eisbomben schmeißen und dann einen zur Zeit töten. Das Problem ist nur, diese Eisbomben halten nicht so lange, wie man denkt. Das haben wir ja vor ein, zwei Folgen bei der Krabbe auch gesehen. Haben wir gegengeschmissen und konnten nur 3, 4 Schläge landen. Obwohl 3, 4 Schläge für so ein Krabbelvieh auf jeden Fall reicht. Aber dann würden wir 3 Bomben verbrauchen, um in Ruhe ein Vieh töten zu können. Und das rentiert sich nicht wirklich. Vielleicht dann doch lieber Feuerbomben. Mit etwas Glück werden dadurch die Viecher one-hitted. Das wäre ja schon mal schick. So, ein Schleimball und eine goldene Statue, die ich eigentlich liegen lassen könnte. Aber ich kann sowas einfach nicht. Das ist der Zwerg in mir. Da ist die Goldgier zu hoch. So, da ist noch ein Schleim. Nebenbei sollten wir schön nach Schaltern gucken. Und ich höre einen Teleporter. War gerade so dieses Wusch, Wusch, Wusch vom Teleporter zu hören. Entweder das, oder ich bekomme langsam Wahnvorstellungen von dem ganzen Schleim hier. Ist auch bestimmt nicht gesund, den abzubekommen. Ja, man könnte doch einfach ausweichen, aber das kriege ich irgendwie nicht so gut hin. Ting. Ah, doch. Jetzt so langsam werde ich doch wach. Ting. So.
Hier ist nichts. Da ist ein Schleimball, den nehmen wir schon mal mit. An den Wänden ist auch. Irgendwo geht eine Wand auf. Da geht eine Wand auf. Ein grüner Edelstein. War aber kein Secret, da wir den Edelstein brauchen, um da hinten weiterzukommen. Also am Eingang. War das der Secret, an den ich mich erinnert hatte? Weil sonst ist hier nirgendwo irgendwas. Hm. Ja, scheint so zu sein. Und das Licht geht aus. Und unser Held verhungert. Naja, noch nicht wirklich verhungert. Dann müsste die Anzeige rot sein. Was ich eigentlich, glaube ich, noch nie hatte. Aber ja, sobald wir wieder Essen sehen, sollten wir es gleich essen. Haben wir da vielleicht was drin? Nö. Na gut, dann füttern wir jetzt mal das Dämonenmaul. Und gucken, was dahinter war. Also wahrscheinlich das Secret. Eventuell noch ein Gegner. Müssen wir mal schauen. Ting. Ich speichere sicherheitshalber mal ab. Und ich glaube, ich habe einmal falsch abgespeichert. Also überspeichere ich den hier. So. Das wäre schon mal ein Secret. Und das sieht mir zu gefährlich aus hier. Schlafe ich einfach mal. Die Monster hinter den Wänden werden bestimmt langsam unruhig. Ja, was macht denn der so lange da? Armbrust. Giftbolzen. Keine Gegner hinter den Wänden. Okay. Das war irgendwie so prädestiniert dafür. So ein großer Raum, hinter uns eine Tür, die zufallen kann. Und dich nehme ich auch mit. Ja, ich weiß, den braucht man nicht. Aber es ist ein Edelstein. Als ich früher noch Pen-and-Paper-Rollenspiele gespielt habe, hießen die immer Eli-Steine. Also auch als Anspielung auf meinen Real-Life-Namen. Weil ich da einen Schurken gespielt habe. Ja, ich habe alles dafür getan, um an die Steine ranzukommen. So. Ich habe echt keinen Platz mehr. Nö. Aber schon komisch, dass ich damals immer Schurken gespielt habe. Oder eher Streuner. Und jetzt in Rollenspielen allgemein auf dem Computer die Schurken nicht so gerne mag. Aber sei es drum. Da kommen wir her. Da geht's rum. Da geht's runter. Und wir wollen auf jeden Fall runter. Dass ich mich auf so kurzer Strecke schon wieder verlaufen kann, das gibt's ja gar nicht. So, jetzt müssten wir aber richtig sein. Sehr schön. Da klicken wir nochmal gegen. Und schauen uns nach Rumpelkammern um. Aber hier dürften eigentlich keine sein. Oh, waren hier die Haunted Halls? Ne, hier hatten wir die Krypt. Da waren die Untoten. Da hatten wir das Bestiarium, das Zeiträtsel und die Gedankengänge. Ne, hier wird das nicht sein. Wo sind wir überhaupt da? Haben wir da die Gänge schon abgeklappert? War da was drin? Ja, ich hätte echt vorsichtiger sein sollen und immer schön eine Etage nach der anderen machen, überprüfen, ob ich alle Secrets auf der Etage gefunden habe und dann erst weiter runter. Aber ich war halt zu ungeduldig und wollte weiter töten. Na gut, da lang. Was haben wir hier noch so? Krimskrams, den wir nicht brauchen. Oh, ist hier vielleicht das Amulett dabei? Ja, sehr schön. Kein Platz. Was lassen wir da? Tun wir einfach ein paar Sachen hier rein. So. Wo war jetzt unsere nächste richtige Rumpelkammer? Wahrscheinlich bei der Treppe nach unten. So, da wäre der Plattenpanzer. Eine Etage weiter runter. Ist, glaube ich, hier irgendwo die Kriegerherausforderung. Da eventuell. Ne, da kommt man von da hoch. Wo war die Kriegerherausforderung? Da kommt man runter. Und
Warum ist da eine Treppe mit einer Tür, die wir nicht geöffnet haben? Fragen über Fragen. Ach, das wird die Kriegerherausforderung sein. Also wir können dann hier runtergehen, um da hinzukommen, um da die Tür zu öffnen, wenn wir das Schwert dabei haben. Das wäre also viel zu weit weg von dem Plattenpanzer. Hätte ja sein können, dass man von dem Kriegerrätsel dann aus, also von der Kriegerherausforderung, dann nach oben gehen kann in den Bereich hier. Obwohl, hier ist eh nicht genug Platz für die Herausforderung. Das heißt, hier ist bestimmt irgendwo ein Teleporter. Und können Teleporter über mehrere Etagen gehen? Das ist natürlich perfekt. Dann stehen wir hier in Teleporter, kommen hier unten irgendwo raus, kämpfen gegen die ganzen kleinen Krabbelviecher und landen dann am Ende hier oben bei dem Plattenpanzer. Ja, das müssen wir uns erstmal genau überlegen, ob wir das die Kriegerherausforderung angehen wollen oder nicht. Erstmal will ich zu der Rumpelkammer, um da ein bisschen auszumisten und uns vorzubereiten. Sind wir hier richtig? Ein Cutter. Und demnächst kommt auch das Rätsel mit den vier Nischen. Da brauchten wir, glaube ich, die Armbrust und noch allerlei andere Dinge. Oh, und Essen brauchen wir auch. Also, Armbrust kann erstmal irgendwo hier auf dem Boden. So. Was haben wir da? Kräuter. Die hatten wir doch gerade erst alle wegsortiert, oder? Genau, da rein. So rum, so. So, so. Viele, viele Kräuter. Ist hier noch irgendwo Essen drin? Oh, hier sind die ganzen Bomben. Die Bolzen können alle weg. Die Edelsteine können auch hier auf dem Boden. Den Fire Talk hätte ich ganz gern dabei. Aber die Schätze können hier hin. Funkel, Funkel. Es wird schon fast weh, die hier liegen zu lassen. Aber was muss, das muss. Die Rüstung kann auch weg. So, vom Gewicht her kommt das auch hin. Schon mal schön. Haben wir hier irgendwo den Orb? Den wollte ich ja austauschen mit dem Stab. Oh, hier haben wir unsere Schätze drin. Habe ich die jetzt verschoben? Jo. Schatz, Schatz, Edelstein. So. Die Kiste kam wieder weg. Hier drin war Essen. Und Schleimball kann da rein. Oh, ein schöner Schinken. Das macht auch satt. Das kann auch mit. Feuerpfeile, die brauchen wir alles nicht. Also, wir haben das Bone-Amulett. Wir haben jede Menge Bomben dabei, falls wir doch die Kriegerherausforderung machen wollen. Wir haben Flaschen, aber nicht besonders viele. Hatten wir nicht irgendwo noch Flaschen deponiert oder sogar weggeschmissen? Wo war das jetzt nur wieder? Na gut, 5 Stück sollten vorerst reichen. Was haben wir hier drin gehabt? Nix. Armbrust, Fackeln, Essen. Nee, ist okay so. Gut. Ebene 5. Auf der Treppe nach oben. Da sollte ich mich umsehen. Da sind wir doch glatt dran vorbeigelaufen. Da lang. Da war da gerade eine verschlossene Tür. Achso, das ist nur eine Abkürzung gewesen, okay. Hier ist das Drachenrätsel gewesen, das haben wir aber auch schon gelöst. Ein Zaubererhut, was zu essen, okay, okay. Hier war einer von Thorums Lagern, das komischerweise trotzdem gefüllt war. Wo zur Hölle laufe ich hin? Ah, okay. So, hier ist der Weg nach oben. Und hier in der Nähe sollte ich mich mal umschauen. Also gucken wir einfach nach Schaltern. Da ist schon mal eine Nische. Muss da vielleicht das Bone-Amulett rein? Nö. Das werde ich jetzt bei jeder Nische probieren, denn irgendwo müssen die ja rein. Hm.
Von innen kann man das nicht zumachen. Nee, das war eine richtige Gefängniszelle. Ist hier irgendwo so ein Runenknopf? Die übersieht man ja ganz gerne mal. Nee. Okay, hier wohl nicht. Da nicht, da nicht. Statue. Hier ist eine Sackgasse. In dem Rätsel, das in den Kommentaren stand, stand doch was von einer Sackgasse. Also nicht jede Kreuzung endet in einer Sackgasse. Das macht gar keinen Sinn, oder? Wenn man eine Kreuzung hat, hat man doch mehrere Wege. Na gut, gehen wir einfach systematisch hier alles weiter durch. Da haben wir jetzt schon mal noch eine Nische. Und da ist ein Schalter. Schritt für Schritt. Die Nische macht anscheinend nichts. Die Fackel? Anscheinend auch nichts. Warum haben wir sie denn liegen lassen? Also drin gelassen? Bleibt noch der Knopf. Ah, sehr schön. Ein Scale Cloak. Was machst du? Evasion plus 8, also Ausweichen plus 8. Das wäre also besser als unserer, aber unserer lässt die Energie regenerieren. Den sollten wir auf jeden Fall anziehen, wenn wir gegen die kleinen Grünlinge kämpfen. Aber schön, das Secret haben wir also auch schon mal geschafft. Das streiche ich gleich von der Liste. Das war jetzt Ebene 5 nahe Treppe nach oben umschauen. Jetzt habe ich immer noch die Haunted Halls, den Panzer, der hier unten ist, und das Knochenamulett, das wir irgendwo benutzen müssen. Wie viele Secrets haben wir eigentlich gerade? Gucke ich mal Statistics. Wir haben 49. Und wir sind inzwischen bis inklusive Level 7. 8 zählt nicht. Also bis 7. Laut meiner Liste müssten wir, wenn wir Level 7 abgeschlossen haben, 53 Secrets haben. Und wir hatten jetzt 49? Das habe ich schon wieder vergessen. 49, ja. Das heißt, es fehlen nur noch 4 Stück. Das heißt, eins wird in Haunted Halls sein, eins wird der Panzer sein, eins wird das Knochenamulett sein und das letzte... Da werde ich mich dann lange umgucken müssen wahrscheinlich. Aber gut, speichern wir erstmal ab. Und ich darf sogar diesmal abspeichern, das ist ja nett. Und wir sehen uns dann gleich wieder.